Ja? Die Gladiatoren Ursus und Maevia bereiten sich auf den Kampf vor. Maevia ist eine weibliche Gladiatrix, wie man gut erkennen kann. Ja, auch im alten Rom konnten die Frauen der Aussicht auf Ruhm nicht widerstehen. Und im alten Rom waren auch die Männer dagegen, dass Frauen Ruhm erringen konnten. Die gehörten schließlich an den Herd. Deshalb wurde die Gladiatoren mit Frauen rechtzeitig verbunden. Maevia, die Thrakerin, ist ausgerüstet mit einem Schild, einem gebogenen Kurzschwert, hohen Beinschienen, einer Manika an der rechten Hand. Diese Ausrüstung soll sie schützen vor den Treffern des Momillo, der ausgerüstet ist mit einem Helm, einem großen Legionärsschild, eine Manika, ein Schwert und eine Beinschiene und natürlich der Ledergürtel und der Lendenschurz. Wir kommen zum dritten Kampf. Die Schiedsrichter sind bereit. Das Publikum noch nicht? Publikum wieder ordentlich anfeuern. Maevia weiß und Ursus schwarz. Grundstellung, Grundstellung. Mach mal kurz Grundstellung. Okay, schöner, sauberer Kampf, schöner Sterben, drei Treffer. Hugenate! Unser Ursus ist leider nicht Spender, muss daher weiterkämpfen. Ja, kommt doch mal hier, ne? Bist nur die linke Niere. Hugnate! Warte! Sauberer Block mit der Oberweite. Ja, hat aber nach oben gezogen. Ja, er ist nach oben gezogen. Ja. Bugnate! Starte! Oh, der ist schnell schon! Ist der fixiert? Bugnate! Und feuert sie an! Ein wunderschöner Doppeltreffer. Und es fließt Blut, es ist passiert. Zum Glück kämpfen wir nicht mehr zum ersten Blut, ne? Der Kampf endet 3-2 für Ursus Momillo. Hat man sie?